So, hallo und willkommen zu meinem Let's Play Stalker Call of Pripyat. Wir sind ja gerade am Laden. Müssen wir halt noch ein paar Minuten warten. Heute steht wieder mal ein Tipp. Ach, den haben wir auch schon mal gehabt. Was zeigen Sie hier Schönes? Ach, links die Brücke. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Rechts, da ist ein Artefakt in dieser Spalte drin. Da müssen wir auch irgendwann mal hin. Geradezu in diese große, wo sie dieses Wasserding darunter geht, diese Wasserrutsche, gut hätte ich gesagt, dieser Ablauf, das ist wohl die Kläranlage. Und ja, das ist ja eins unserer nächsten Ziele hier in dem Let's Play. Okay, drücken wir mal eine Taste. So, wir waren zuletzt hier, es ist 1944, gefällt mir ganz und gar nicht, ab ins Bett. Weil, ja. Ach so, da kann man nicht schlafen, wenn man verseucht ist. Wieso sind wir verseucht? Was geht ab? X. Fortfahren, bis dann, Alter. Ja, natürlich. Hier natürlich. So, ab ins Heierbettchen. Wieder bis früh morgens schlafen. 749 war eine Mission. Wir brauchen was zu essen. Hiervon. Hat er jetzt gegessen? Ach gut, ich bin wirklich. Gut, Symbol ist weg. Ich will nämlich auch. Wo bin ich denn? Total verkehrt. Wie sieht mein Anzug aus? Kacke. Wie sieht nur Kohle aus? Noch mehr Kacke. Im Übrigen habe ich wohl einen Fehler gemacht. In der Mikrofon, ja. Übrigens habe ich wohl. Ich da braucht gerade wieder was zu sagen, ne? Ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar Auf eine ruhige Hand beim Zielen. hatte ich sonst immer erst das Exoskelett bestellt und dann die Waffen. Dann habe ich angefangen, erst die Waffen zu bestellen, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Wir sehen, vielleicht ist er ja noch da. Wir Auf können sagen, einen hier erfolgreichen Auftrag gecancelt. Arbeitstag. Und ihn gleich nochmal losschicken nach dem Exoskelett. So, mal sehen. Wenn nicht, haben wir halt nochmal 20.000 Rubel in Wind geschmiert. So. Aha. Die Wummen waren soweit okay. Was waren das alles für die ganzen Flinten her? Konnten wir die nicht verkaufen, weil sie zu scheiße waren oder wie? Bestimmt. Das waren die von Und? denen. Hast du irgendetwas? Ja, na hier die können wir verkaufen. Die behalten wir auf jeden Fall. Okay. Hat er zufälligerweise für diese Dings ein Visier? Nee, Kacke. Sprachen. Fernrohr hier für diese DRS hier. Warum ist der Rudi? So, jetzt müssen wir die scheiß Flinten alle loswerden. Nee, Missionen will ich soweit noch nicht erfüllen. Weil, wie gesagt, wir sind eigentlich noch total scheiß ausgerüstet. Kann ich mal schubsen. Wir sind eigentlich total scheiß ausgerüstet noch. Und ach, Regen kann ich überhaupt nicht leiden. So, jetzt muss ich erst mal kurz überlegen, wo man hin soll. Und zwar will ich hier runter. In diese Ecke will ich jetzt hier platt machen. So. Was ist platt machen? Also zumindest will ich in die Ecke runter. Hier müssen wir Werkzeug holen. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen Werkzeug. Das Feinwerkzeug, das sogenannte Feinwerkzeug. Ich habe eine Sache, Flinte hier, oder? Von hier. Hallo? Ich habe noch keine Flinte in der Hand. Eine falsche zumindest. Genau, hier erwartet uns doch. Ja.
nicht drin hat, oder? Ne. Wir erwarten uns doch eher so Sachen wie irgendwelche bösartigen Tiere. Oh, das Gras ist da hinten auch ganz schön hoch. So. Wenn wir gucken, hat das Sinn. Die Leute recht halten. Hier oben ist so eine kleine Werkstatt oder auch so was ähnliches. Zu dem, was wir da mal hin wollen. Und die sind eigentlich ein bisschen knatsch. Wir werden sie auch irgendwann dann wegputzen. Rein aus Prinzip. Aber solange wir das Zeug von denen so kriegen. Hier unten ist eine Anomalie, da möchte ich aber jetzt auch noch nicht so richtig rein. Oder? Nee. Können wir nachher machen. Erstmal werden wir hier unten das jetzt mit diesen, die wollen fressen haben. Die haben nichts mehr zu fressen, die armen Schweine. Deswegen sind sie ein bisschen knatsch. Und wenn du was zu futtern gibst, dann sind sie halt nicht mehr knatsch. Oder hier? So. Und dann kriegen wir von denen auch das Werkzeug. Und dann kriegen wir von denen auch Werkzeug. Ach ja. So, du bist ja nicht willkommen, das ist unser Lager und es gibt keinen Grund hier rumzuschnüffeln. Meine Jungs sind hungrig und die Nerven liegen blank. Ich könnte was zu essen bringen. So, und er will, gut, mach das Fleisch, Konserven, Wurst, Brot, jeweils 6 Rationen, bring nicht zu wenig, wir sind am Verhungern. Und wir haben ja schon einen Haufen Proviant gesammelt. Und den geben wir den jetzt auch gleich. So, wow, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, danke, wird ein feines Essen für die Jungs, hör zu, wenn du dich hier umsehen willst, nur zu, aber hör auf mit der Waffe rumzufuchteln. So, abgegeben, Trostenpflichtig, Mission beendet. Bis denn. So, und jetzt lässt er uns eigentlich bis heute von hier unten rein. Ach, von hier hätten wir normalerweise reinkommen müssen. Und da steht er nämlich hier der Kollege. So. Wobei diese schöne Waffen haben, werden wir dann irgendwann aus Prinzip wegputzen. Aber jetzt nicht mit dem Anzug, den wir jetzt haben. So, zu holen gibt es hier eigentlich vorwiegend erst einmal das Werkzeug. Das ist das Wichtigste. Hier. So. Dann gab es hier eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, ach warte, hier oben gab es noch irgendwas auf dem Dach. Wie kam auf dieses verblödete Dach raus? Na, hier lang wir. Hier irgendwie. Ach, was war das hier? Irgendwie ist also, ach, hier. Ich würde gerade sagen, irgendwo hier an so einer Dachkante war noch was. So. Mann. Schönes Versteck gefunden. Ach, ich glaube, draußen an irgendeinem Bogen war auch noch irgendwas. So. Jetzt könnte man die Rudis natürlich nach und nach wegknallen. Und sich den ihre Waffen zu holen. Aber ich denke mal, da warten wir hier noch ein bisschen. Wir müssen es ja nicht übertreiben mit unserem Mut, denn die Ballerei geht jetzt eh klein los. Was machen wir hier? Ne, hier war glaube ich noch mal was. Ja. Wobei da draußen in dem Auto war glaube ich noch was. War da irgendwo ein Auto? War da irgendwo ein Auto? Automobil? Ah, also, das ist ganz irgendwie verseucht, ne? Als Car. Oder? Ne? Nicht verseucht? Nicht verseucht? Ach, ich wusste es doch jetzt noch was. So, das rankommt, ne? Toll. Ja, toll. Ach, hallo. Ja,
Das haben wir auch alles geräumt. Ach gut, können wir halt nochmal den Bereich bauen. Da hinten noch ein paar. Da kommt irgendwo ein Freund, also steckt irgendwo was in der Äste drin. Hier. Da schütze ich mal welche. Sieht jemand was? Sieht gar nichts. So, was hier? Irgendwo in den Astgabeln von den Bäumen stark noch irgendwas aus, das finde ich jetzt zu schnell nicht. Wenn man alleine spielt, also nicht im Let's Play, dann hat man Zeit und guckt man sich ja jeden Baum in Ruhe an. Aber, ach, hier ist es Gott, das scheiß mich aus. So, hier kann man wirklich schön die Sachen runterschießen. Das Problem ist halt, dass man bei Wiederfinden. Ich glaube, der ganze Busch da. War das alles? Oder? Hat irgendwas so weit weg? Es hat nicht piep gemacht. Also ist das Versteck noch nicht leer. Hatte ich nicht irgendwas Dingsmäßiges gesehen hier? Oder ist irgendwas ja nicht niedergeflogen? Kann auch sein. Das Versteck hat sich nicht als leer angezeigt und ich sehe hier nichts mehr oben. Ne, da ist nichts mehr drin. Ne, vielleicht hat die Backe hier auf der anderen Seite gehabt. Da schmeißt die mit Granaten rum, die ist nur dumm. Ey, sind die jetzt schon sauer auf uns wegen irgendwas? Wo wir sie rumgeballert haben? Kann sein. Na gut, dann müssen wir sie halt abknallen. Vorsicht hier rangehen. Ja, ist ja die Stinkestimme. Oh, Zigarette ausmachen. F8 drücken. Ich schmeiß nur dann Granaten um die Jungs. Ich glaube nicht, dass die jemand anders meinen. Die meinen garantiert uns. Ich lese aber im Moment auch noch nicht. Ja, die sind sauer auf uns. Und stinkgestellt. Da fliegen Hund. Na. Da bleibt nur noch. Ah, die Knarre zieht zu hoch. Furchtbar. Wir sind schon 5 noch. Oh, weil wir jetzt rumgemutzt haben, kotzen die rum. Oh, da hat gerade ein Panzer mit geworfen, damit ich nichts zu tun habe. Ja, das ist die gleiche Kurve. Oh ja. Das diskutieren wir aus, du Arschloch. Wo bist du? Sind sie noch? Hier. Einer schleicht dich an. Für ihn. Aha. Da wollte ich zu euch kommen. Wie blöd haltet ihr mich eigentlich? Seht, da lebt ein Schreiber. So ist gut. Ja. Ja, jetzt gleich dann keine Angst, du Arschloch. Oh, du Fell. Hat er mir voll eh das draufgeschmissen für die Drecksäule? Ich bin erstmal das Lärm. Wo bist du? Oh, alte Fresse. Alte, die Esse fester.